Ich begrüße Sie heute als Knotenpunkte in unserem Kunstnetzwerk. Es freut mich, dass Sie da sind. Wir sind miteinander verbunden durch unsere Kommunikation über Kunst. Unsere Filmemacher sollen ein intensives Band zwischen den Knotenpunkten Kunst und Wissenschaft herstellen. Der Jan Lorenz und die Claudia Staudigl werden also mit dem Herrn Professor Förg nach München fahren, an die Arbeitsstelle von der Künstlerin, von der Neringer Vasiliaskaite. In das ehrwürdige Gebäude der Akademie der Bildenden Künste. Kunst und Wissenschaft waren seit jeher Geschwister. Früher waren die Maler in der Zunft der Apotheker angesiedelt. Kunst und Wissenschaft war, wie wir alle wissen, beim Leonardo da Vinci in einer Hand. Und man sagt sogar noch dem Herrn Wolfgang von Goethe nach, dass er der letzte Homo Universalis gewesen sei, der also alles Wissenswerte der damaligen Zeit gewusst hat. Heute wird das Geschwisterpaar Neringer Vasiliaskaite und Professor Raimund Förg Kunst und Wissenschaft vertreten. Frau Vasiliaskaite ist Lichtkünstlerin. Es gibt einen ganz großen Unterschied zu anderen Lichtkünstlern, denn bei ihr heißt es nicht Stecker raus, aus. Ihre Glasobjekte, ihre Objekte verwandeln Licht, ganz gleich woher es kommt, in Farbe. Wie man es drüben sieht, in ganz zarte Farben. Ich denke, dass das die Palette ist, die einer so zarten Person auch im Ersten entspricht. Und wir haben zu Hause so ein Objekt, das dem Tageslicht ausgesetzt ist. Und wenn dann die Sonne drauf scheint, dann explodiert es vor Farben. Es ist ein reines Farbfeuerwerk. Das kann man also den ganzen Tag, verändert sich das Objekt. Das Medium von Frau Vasiliaskaite ist Glas, ein jahrtausendealter Werkstoff. Das Medium von Frau Vasiliaskaite ist der allermodernste Werkstoff, nämlich ein beschichtetes Glas, entwickelt von der NASA. Frau Vasiliaskaite ist aber auch Glaskünstlerin, denn ihre Objekte sind an sich schon wunderschön, harmonisch, von toller Proportion. Und bei ihren neuen Sachen, Sie haben vielleicht drüben den Stab gesehen und als Neuestes macht es dann Kreisringe, fließt die Lichtkünstlerin etwas mehr zur Glaskünstlerin hin. Bei Laudatoren wird in Interpretationswut wettgeeifert, wer jetzt die einzelnen Bilder interpretiert. Dabei sagen die Laudatoren meiner Meinung nach mehr über sich als über die Kunstwerke aus. Man muss eine Wissenschaft von Kunstwerken machen, denn diese Laudatoren, die scheuen alle die Wissenschaft und die Kunstwissenschaft. Und einen wissenschaftlichen Blick auf die Kunstwerke von Frau Vasiliaskaite wird jetzt der Professor Förg uns bieten. Danke sehr. Also schauen wir nochmal von unten. Blau in der Mitte, beziehungsweise das blaue Licht wird durchgelassen, wird transmittiert und die Komplementärfarbe Gelb wird reflektiert. Gelb und Violett. Und von dieser Seite Grün Transmission und Violett oder beziehungsweise Pink Reflektion. Jetzt sehen Sie aber schon, das Tolle ist,
In der Mitte, diese weiße Leinwand in dieser Box drinnen, ist also eine Mischfarbe in Abhängigkeit von dem Einstrahlen, von der Intensität natürlich, von der Intensität, ob die Strahlen von unten, das Licht von unten, von oben, von links oder von rechts kommt, und ist eine Mischung daraus. Und Sie sehen dann in die unterschiedlichen Richtungen wieder andere Farben in der Reflexion. Also, danke für die Aufmerksamkeit und ich freue mich sehr, dass wir uns heute die Kunstwerke anschauen dürfen. Danke.